Hallo meine Lieben und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einem neuen Video von mir. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich schon auf dem Weg zum Campingplatz. Und zwar fahre ich übers Wochenende mit meinen Freunden auf einen Campingplatz, zelte dort in Zelten, also in einem Zelt. Und ich dachte, ich zeige euch heute, wie oder was ich denn alles in meinen Koffer packe. Und schreibt mir doch mal, ob ihr lieber ein Zelt, also so Campingurlaub oder lieber Ferienwohnung oder lieber Hotel. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei meinem Video und bis später. Ich habe hier mal alles hingelegt, was ich so mitnehme. Ich fange einfach hier mal an und erkläre es euch. Eine kurze Hose, einfach je nachdem wie das Wetter wird. Eine lange Jeanshose, das ist eine Schlafhose und eine Jogginghose. Das sind so die Hosen, die ich mitnehme. Dann habe ich noch zwei so, ja, kurze Hosen. Falls es doch nachts warm ist, dass ich noch eine kurze zum Schlafen habe. Und die andere ist wegen etwas schicker. Dann habe ich drei Handtücher zum Duschen, weil wir ja zwei Nächte sind. Dann habe ich hier Schlaf-T-Shirt und noch zwei so normale zum Anziehen. Dann habe ich Socken und Kuschelsocken für nachts. Meine Unterwäsche, Bikini und ein Sport-BH, weil ich ab und zu lieber ein Sport-BH anziehe. Dann kommt das noch in meinen Koffer, das ist meine Powerbank. Zwei Drächer-T-Shirts und zwei Hoodies, einfach weil es jetzt bei uns langsam kalt werden soll. Das ist so, was ich an Klamotten mitnehme. Es könnte passieren, dass ich noch irgendwie eine Leggings einpack oder vielleicht doch noch irgendwie einen anderen Pulli oder noch ein Handtuch zur Sicherheit, aber das ist so im Groben das, was ich zum Anziehen und zum Schlafen mitnehme. So, sorry für den kleinen Schatten. Das ist jetzt meine Schminktasche. Die ist von Zoella und da steht Just Say Yes drauf. Die habe ich schon ewig und die ist perfekt für so Make-up-Produkte. Ich zeige euch jetzt mal, was ich so mitnehme und da gehen wir einfach mal ein Stück hoch. So, hier seht ihr, was ich mitnehme. Hier sind mal die ganzen Pinsel, die ich so, ja, brauche und mitnehme. Dann nehme ich einen Lippenstift mit. Dann sind das die drei Mascaras, die ich mitnehme. Dann von Essence die Glow to Go Highlight Palette. Dann die Essence Hello New York Eyeshadow Palette mit diesen wunderschönen Farben. Dann habe ich ein Blush und ein Puder von Essence und Concealer, Foundation und ein Primer, einfach weil wir am ersten Abend gehen wir essen und da eventuell werde ich mich ein bisschen schminken. Das kommt alles in diese Tasche und dann kommt es hier in den Koffer rein. Hier habe ich auch schon meine Klamotten drinnen und dann kommen wir auch gleich zur nächsten Tasche. Bis gleich! So, diese Tasche hier ist mein Kulturbeutel. Da kommen meine ganzen Hygieneartikel rein. Und ich zeige euch jetzt mal, was da so reinkommt, was ich denke, was ich brauche. Ich habe echt schon weniger mitgenommen als das letzte Mal und ich zeige es euch jetzt einfach mal. Wir fangen hier an. Hier habe ich von Washi ein Abschmink, Wattepad-artiges Ding, dann Abschminktücher oder Reinigungstücher. Ich habe einen Waschlappen, eine Gesichtscreme oder Feuchtigkeitscreme, ein Abschminköl und ein Gesichts
Reinigungsschaum, dann hier für die Toiletten so ein WC-Papier-Sitz, einfach ja, damit es ein bisschen hygienischer ist. Ein Duschgel bzw. eine Duschcreme, ein Shampoo und eine Spülung, was so, ja, ein Shampoo, aber zwei verschiedene Packungen. Dann habe ich hier so eine Camping-Zahnbürste, die man halt so ausklappen kann, und eine kleine Zahncreme, ein paar Haargummis und eine Bürste, ein Bodyspray, weil ich nicht der Fan von Parfüm bin, ein Spiegel, um mich zu schminken. Und das war's, was ich diesmal mitnehme an Hygieneartikel. Es kommt noch ein bisschen Medikamente und so rein, was ich zwar jetzt noch brauche, aber die tue ich dann in meine Handtasche. Und dann kommen wir auch schon zu den Schuhen. Bis gleich. So, das sind die ersten paar Schuhe, die ich einpacke. Das sind einfach Badelatschen, die ich zum Duschen anziehe. Oh, was sind das? Für einen Fleck. Dann werde ich hier meine Kiss My Vans mitnehmen, die rosanen. Die werde ich noch ein bisschen eventuell sauber machen. Die werde ich anziehen, wenn wir essen gehen. Dann seht ihr hier nebendran schon meine nicht so sauberen Nike-Schuhe. Das sind die Nike Air Max Thea. Die ziehe ich an, wenn wir hinfahren. Also die habe ich schon an, wenn wir losfahren. Und einfach noch so Birkenstock. Also das sind Original-Birkenstock, die halt einfach so früh, wenn man aufsteht, wie so Hausschuhe quasi. Und ich zeige euch auch gleich im Anschluss schon mal meinen fertig gepackten Koffer. Ich habe sogar jetzt ein bisschen neu gepackt. Also ich habe es gerade fürs Video nochmal alles raus und neu gepackt. Und ich habe sogar hier noch ein bisschen Platz und auch hier eventuell oben drauf hier noch ein bisschen Luft nach oben. Also so sieht er jetzt fertig gepackt aus. Ich bin echt zufrieden. Ja, das war jetzt so grob, was ich mitnehme. Ich denke, ich werde die Schuhe auf jeden Fall in der Tüte mitnehmen. Und ich habe ja noch die zwei Pullis. Die habe ich jetzt auch noch nicht da mit rein, weil das letzte Mal, als ich die Pullis hier oben drauf noch gedrückt habe, ist mein Koffer kaputt gegangen. Deswegen denke ich, werde ich die Schuhe und die Pullis in eine Tüte tun und die extra so in die Tasche tun. Aber das habe ich das letzte Mal auch gemacht. So, dann sehen wir uns gleich wieder und dann drehe ich noch schnell das Endcut. Bis jetzt gleich. So, meine Lieben, das war mein Video für heute. Sorry, dass das letzte mehr so wie so vlogartig gedreht ist, das Intro, Outro. Ja, ich habe jetzt meine Sachen dahingestellt. Also da ist mein Trolley, beziehungsweise mein Koffer, und hier hinten ist noch am Boden hier irgendwo unten mein Koffer. Natürlich kann es passieren, dass ich morgen auf jeden Fall noch irgendwie was einpacke. Da vorne steht hier eine schwarze Tasche, die ist auf jeden Fall so mein Handgepäck, was ich halt vorne bei mir im Auto habe. Da wird halt so wie Medikamente, die Kamera, mein Geldbeutel und halt noch so Sachen, die mir spontan einfallen, werden da auf jeden Fall reinkommen. Dann habe ich auf jeden Fall auch noch hier, Hammer, eine Checkliste, was wir so allgemein, also was ich für alle mitnehmen muss. Ich habe jetzt auch echt alles zusammen. Ich muss morgen nur noch das Babylon zurechtstellen. Also beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, habe ich schon zurechtgestellt. Ich muss morgen noch einkaufen gehen. Ich weiß nicht, ob ich den Einkauf euch auch abfilmen werde, aber es werden auf jeden Fall in nächster Zeit ein paar Campingvideos kommen. So, das war's jetzt auch schon von mir und meinem Gelaber. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wann auch immer ihr das Video seht. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dem Ganzen einen Daumen nach oben zu geben, damit ich weiß, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, und in der Endcard findet ihr noch zwei weitere Videos und könnt natürlich auf meinen Kanal klicken. Bis dann!